Hallo Leute, eine neue Firma habe ich bisher noch nicht gehabt. Und zwar ist das die Firma Winner, hier steht's. Und zwar der Classical Old Tractor, also der klassisch alte Traktor. Winner 7070 ist die Setnummer, Verhältnis 1 zu 12. Sieht so auf dem Bild, finde ich, schon mal ziemlich gut aus. Ist in Technik erschienen. Da fallen, glaube ich, gerade Aufkleber raus. Ja. Mehrere Aufkleber. So, gucken wir mal. Hier seht ihr, was da noch alles in der Serie erschienen ist. Nicht wenig. Und dann gucken wir uns mal die Aufbauanleitung an. So wie ich hier aufgebaut. Kann man erkennen, was wohin. Also es wird nichts ausgegraut. Technikmodell. Ja, kann ich jetzt noch nicht so richtig was zu sagen. Das machen wir zum Schluss. Bewerten wir das, ob das gut war oder nicht gut war. Würde ich sagen, so im Moment sieht es okay aus, weil immer Pfeile gemacht werden und nicht viele Teile verbaut werden. Insofern denke ich mal, ist das in Ordnung, aber ich bewerte das zum Schluss. Wir haben 38 Seiten. Hinten ist noch eine Teilliste. Also auf die Teilliste auf Seite 39. Und okay, Bauschritte kann man jetzt nicht sagen. Also 37 Bauschritte wahrscheinlich, oder? Nee, das sind die Funktionen, die sie hier erklären. Ah, hier. 45 Bauschritte, da werden dann die Reifen angebracht. Okay, dann packen wir einmal das Set aus. Wir haben 1, 2, 3, 4 und 5 Tüten mit insgesamt 302 Teilen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, verteile ich die Tüten. Fangen wir so schon mal die ersten paar Sachen zu bauen und dann melde ich mich bei so vielen Schritten, nämlich 45 Stück. Muss ich mal gucken, wo ich dann die Pausen mache, immer wenn es sinnvoll ist, würde ich sagen. Okay, bis gleich. Bis jetzt haben wir bis Schritt 4 gebaut. Einmal hier die Teile. Soweit sieht das alles ganz gut aus, aber so richtig den Eindruck kann man natürlich erst zum Schluss machen. Wir haben hier auch einen Teiletrenner dabei, schöne dicke Reifen. Und so wirken die Teile vielleicht nicht ganz so schwer als andere, aber na gut, das sind die Technikteile, die sind natürlich immer ein bisschen ohne. Aber machen einen stabilen Eindruck, also viel kann man auch nicht sagen. Bei Schritt 4 haben wir auch bisher nur das gebaut. Klemmkraft ist in Ordnung, klar kann man die rausziehen, aber klemmt schon gut rein hier. Zahnräder lassen sich auch drehen. Das muss man natürlich alles zum Schluss mal bewerten. Wie sieht es aus? Das hält auch gut. Aber machen wir erstmal weiter. Bis hier oben Schritt 7 haben wir gebaut. So sieht es bisher aus. Wir haben hier ein Zahnrad dran. Wo ich mich wundere, dass die sich... Obwohl... Nee, ist klar. Also... Hier ist dann so eine Kurbelwelle dran. Das Zahnrad hat wahrscheinlich irgendwie noch eine andere Funktion. Das ist ja extra reingeklickt. Dann haben wir das hier. Haben das hier durch und so. Ja, ich bin nicht so der Technik. Ich kenne mich noch nicht hundertprozentig aus mit Technik. Kann ja, wenn ich falsche Bezeichnung sage oder kompletten Quatsch erzähle, schreibt es mir in die Kommentare. Na, also, ja, ist lange her, seitdem ich sowas gebaut habe. Okay, weiter geht's. Schritt 9 haben wir irgendwie abgeschlossen. Wir haben jetzt einmal das, dass er das große Zahnrad dreht. Und hier in diesem kleinen haben wir diese drei Zahnräder, die sich drehen. Dann das alleine. Also, die sind ja getrennt. Habe ich nochmal im Beschreibung nachgeguckt. Ich bin gespannt, wie es dann zum Schluss aussieht alles. Im Zusammenspiel. Gucken wir weiter. Bis Schritt 13 haben wir gebaut. So sieht es jetzt aus. Also es lässt sich so ganz gut verbauen. Ich musste nur die Zahnregionen austauschen, weil ich leider das Falsche eingebaut hatte. Habe ich nicht drauf geachtet, hätte ich sehen können. Jetzt dreht sich hier alles mit, wie ihr seht. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie er zum Schluss aussieht, wie die Funktionen sein werden und so weiter und so fort. Gucken wir. So, wir haben jetzt hier Schritt 14 den Motor dran gesetzt. Jetzt haben wir hier im Grunde genommen, hier vorne hängt er dran. Wenn wir hier drehen, dann dreht sich hier unten das mit. Hier haben wir jetzt einen Schalter angebracht. Wenn wir den umschalten, dann, ich mache das mal, ich bin hier unten, dann trennen wir das hier.
Und dann sind wir im Leerlauf und wieder rein. Ja, das funktioniert. Super. Weiter geht's. So, Schritt 20. Haben wir jetzt hier das miteinander verbunden. Hier ist eine Spirale, der man das jetzt so verschiebt. Also Steuerung vorne oder sowas. Hier hängt noch sowas. Ja, es wird alles verbunden miteinander. Gucken wir weiter. So, mit Schritt 25 haben wir jetzt hier dieses hier angebracht. Und wenn wir jetzt hier drehen, dann drehen sich die beiden außen damit. Wie ihr seht. Und hier dreht sich auch der Motor hoch und runter. Also funktioniert alles super. Also ja, bis jetzt funktioniert alles, weiter geht's. So, Schritt 31 haben wir das hier alles verstärkt. Hier haben wir so das hier angebaut und hier unten nochmal mit der Stange verstärkt, so dass das hier richtig stabil ist. Und ja, sieht alles ziemlich gut aus. Also die Dinger halten auch bombenfest. Gefällt mir ja richtig gut. Also der Schalter funktioniert auch noch, ja. Dann geht es jetzt weiter. So, bis Schritt, also in 31, in vielen einzelkleinen Schritten, haben wir jetzt hier diese Motorhaube gebaut. Hier haben wir Aufkleber draufgeklebt und hier vorne auch. Die sind eigentlich so okay, waren transparente Aufkleber. Dann haben wir hier Scheinwerfer angebracht und die Sachen. Und so sieht das von unten aus, sind also mehrere Teile, die zusammengeschoben sind. Jetzt haben wir hier so eine Art Scharnier angebracht. Und das passt dann direkt hier in diese beiden Dinger rein. So. Wenn ich sie dann reinkriege, jetzt fällt mir doch glatt was ab. So, ich muss mal eben, genau. Und so. Der muss da wieder rauf. Okay. So, dann haben wir jetzt im Grunde genommen hier die Motorhaube und die können wir zuklappen. Das ist cool. So. Geht auch, hält auch und zu. Ja, wunderbar. Und weiter geht. So, jetzt haben wir hier im Grunde genommen eine Halterung für Steuerrad angebracht. Das haben wir hier unten eingehakt. Und wenn man sich hier die Achse hier unten anguckt und ich drehe das Rad, dann dreht sich auch die Achse. Ja. Achso, man kann da gar nicht sehen, dass ich das Rad drehe. So. Sehr cool. Kann man hier auch den Mechanismus drin sehen, wie er sich bewegt. Ja, funktioniert bis jetzt alles. Also bin ziemlich begeistert. Weiter geht's. So, jetzt haben wir weitergebaut. Jetzt haben wir hier eine Verbindung geschaffen, um den Schalter da unten mit dem Hebel hier oben umzulegen. Wie ihr seht. Und ja. So, jetzt haben wir noch diesen Sitz hier gebaut. Der ist jetzt angebracht. So. Sieht das aus. Hier haben wir sowas gebaut. Da auch. Jetzt kommen, glaube ich, die Räder dran, so wie ich das sehe. Gucken wir mal. Und er ist fertig. Yippie. Okay, so sieht er jetzt aus. Von jeder Seite, von vorne hier. Von der Seite. Von hinten. Jetzt haben wir hier das Steuerrad. Wenn wir das drehen, können wir vorne die Räder hier drehen, wie ihr seht. Okay, dann drehe ich ihn mal um. Dann können wir hier die Motorhaube aufmachen. Wenn dieser Hebel nach hinten ist, dann seht ihr, ist der Motor im Leerlauf. Wenn der Hebel nach vorne ist, dann ist der Motor nicht mehr im Leerlauf. Ja, das sind im Grunde die Funktionen. Ja, das hier ist übrig geblieben. Ein so ein kleiner Pin. Ansonsten ging alles auf. Hat super gepasst. Ich finde es gut. Also hat alles geklappt. Also passt alles. Da wackelt jetzt nicht großartig was. Vielleicht die Besetzung hier. Ich meine, die Räder kann ich so bewegen. Aber wenn man hier guckt, wo das dranhängt, dann ist das hier eben so diese kleine Dings hier. Aber es ist so vom Prinzip her funktioniert das alles. Also ich will jetzt hier bei dem Set nicht unbedingt ein absolutes Fazit abgeben.
Mir hat es gefallen. Klemmkraft der ganzen Dinger hier, der Verbinder war super. Die haben richtig schön eingeklickt und halten auch. Technik funktioniert, Zahnräder funktionieren. War so ein bisschen der Aha-Effekt. Ach, so wird es übergeleitet. Okay, alles klar. Also von daher auch super. Preislich liegt er, glaube ich, auch nicht sehr teuer. Ich muss mal eben ganz kurz, ich stopp mal eben. Richtig, er liegt bei 10,23 Euro bei Jovob zum Beispiel. Ich stelle euch unten die Links rein. Also für den Preis kann man echt nichts sagen. Ne? Also ja, es ist ein Technikmodell, was funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Und für 10,23 mit 302 Teilen, super Angebot, muss ich sagen. Also meine absolute Kaufempfehlung. Ich finde ihn toll. Also alles stabil, die Teile sind okay. Gut, die wackelt jetzt, weil sie hier nur an zwei Dingern aufgehängt ist, aber ich denke mal, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben hier einen Motor, gut, das ist ja wieder hier drin, wo ein Kolben, aber ich denke mal, das ist dem angelehnt, an dem alten, dass das ein Kolbenmotor ist. Und insofern alles super. Ich bin begeistert von dem Teil und freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, euch gefällt er auch und das Video. Da haben wir wieder Amy hier, der gefällt dir auch. Und dann würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo oder einen Kommentar von euch freuen. Schreibt mal, was ihr von dem findet für 10,23 Euro von Winner, der 7070, the classic old Traktor oder Traktor. Also bis dann und tschüss.